Ja, Hans, du bist ja bekannt dafür, dass du dich immer sehr freust, wenn Österreicher gegen Deutschland gewinnen. Ist das eigentlich erst seit Cordoba so oder war das vorher schon so? Das muss man nicht übertreiben. Ich war selber viele, viele Jahre Fußballer und wir haben auch gegen deutsche Mannschaften gespielt und wir wollten auch immer beweisen, dass wir genauso gute Spieler waren oder dass es eine Zeit gegeben hat, wo wir vielleicht sogar bessere Spieler gehabt haben, die aber die Zeit sehr kurz war. 78 war halt einmal an der Zeit. Es ist auch das einzige Mal in 50 Jahren. Da haben wir wirklich eine bessere Mannschaft gehabt wie die Deutschen und über das haben wir sich gefreut. Das ist für, was ich immer sage, das ist nicht mehr, nicht weniger ein Stück Sportgeschichte, ein Stück Fußballgeschichte, auf die jeder Österreicher stolz ist. Wenn eine österreichische Nationalmannschaft oder wenn ein österreichischer Club, so wie Salzburg, gegen einen deutschen Club gewinnt, weil das ist nicht alltäglich. Ja, ich glaube, du hast auch einen neuen Freund gefunden, nämlich den Trainer der Salzburger, Marco Rose. Frankl hat in Graz, können Sie sich erinnern, im Gespräch mit Ihnen prophezeit, Salzburg wird hier gewinnen. Andi Herzog hat nur auf ein Unentschieden getippt. Was waren aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, dass das wirklich funktioniert hat? Erstmal zeigt, dass das Heinz Kranke ein bisschen mehr Erfahrung als Andi hat. Ja, das ist richtig. Ja, genau. Also er hat da auch recht. Ja. Also, warum warst du so optimistisch schon vor dem Spiel? Ja, weil ich ganz einfach die Salzburger ja sehr, sehr oft sehe, aber auch natürlich Borussia Dortmund durchs Fernsehen. Außerdem muss ich sagen, ich hab sofort gesagt, dass Salzburg Dortmund besiegen wird, weil ich glaube, dass sie eine bessere Mannschaft haben. Im Moment, ich bin einer der größten Peter Stöger-Fan. Peter Stöger war mein Spieler bei zwei Vereinen und das war ein ganz toller Spieler und ist ein noch tollerer Trainer geworden und den würde ich alles vergönnen. Nur da bin ich Österreicher und hilft zu Salzburg. Und ich habe das immer ein Gefühl gehabt. Ich habe die Salzburger gesehen mit ihrem wirklich modernen Fußballspiel, mit ihrer Ballrückeroberung, mit dem Kurzballspiel, mit ihren Armen berühren, mit dem ganz hoch angehen und sie haben keine Angst und sie haben auch gezeigt, in Dortmund ist es nicht so einfach, wenn man die gelbe Wand sieht oder die 60 oder 70.000 Zuschauer, die international kommen dürfen, da ist man schon manchmal blockiert als österreichischer Spieler, aber bei den Salzburger nicht so, weil die haben schon einiges erlebt und die haben ganz einfach verdient gewonnen. Ich war mir dessen sicher, ich habe so geglaubt und gut, habe ich einmal recht gehabt, die haben mich schon sehr oft geirrt. Ich würde gerade sagen, du bist eigentlich immer optimistisch, muss man auch sagen.